Fabian Wiede, Markus Richwin, Sven Sören Christoffersen und A-Jugendkapitän Paul Druck sind die Protagonisten eines Treffers der Feld, als zusätzlich mit Kolja Löffler, Jonas Tümmler und Torhüter Silvio Heinevetter alle Positionen von deutschen Akteuren bei den Füchsen besetzt sind. Beim 34:21 Heimsieg gegen Emstetten erzielen die sogenannten Jungfüchse insgesamt 19 Treffer. Wir mussten uns das ja alles erarbeiten. Natürlich ist ein Traum damit in Erfüllung gegangen und dass es halt so gut klappt mit uns jungen Spielern, ist halt natürlich auch positiv zu sehen und kann natürlich auch so weitergehen. Vor 8.400 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle beginnt die Partie zunächst schleppend. Dann aber kommen wieder alte Parameter der Füchse zum Vorschein. Silvio Heinevetter, der insgesamt 26 Bälle abwehren konnte, findet Matthias Safisson und der trifft wie gewohnt sicher. Trotz nomineller Veränderungen in der Startformation, die Füchse-Deckung steht. Wieder Tempo-Gegenstoß, wieder von Silvio Heinevetter eingeleitet, doch diesmal vollendet Konstantin Ikrupulu. Die Haushöhlen führen nach 9 Minuten mit 6:1. Für den aktuell besten Berliner Werfer, Frederik Petersen, agiert gegen Emstetten Kolja Löffler. Der Linksaußen wartet geduldig auf seine Chance und trifft dann beim ersten Versuch. Noch vor der Halbzeitpause trägt sich auch A-Jugendkapitän Paul Drucks in die Torschützenliste ein. Ball erkämpft, Fehler erkannt und dann ganz sicher vollendet. Zur Halbzeitpause führen die Füchse mit 14:6. Die zweite Halbzeit steht dann ganz im Zeichen der Talentfüchse. Kolja Löffler beispielsweise trifft alle seine Wurfversuche, erzielt am Ende 5 Treffer. Einer davon ist dieser zum zwischenzeitlichen 17:8. Kreisläufer Jonas Tümmler erzielt 4 Treffer. Erstmal freut man sich, dass man reingemacht hat und dann geht es eigentlich nur noch ab nach hinten und dann wieder verteidigen. Paul Drucks ist mit 5 Treffern einer der besten Werfer bei den Berlinern, zu denen neben Kolja Löffler noch Fabian Wiede gehört, dem die Partie mit zunehmender Spielzeit mehr und mehr Spaß bereitet. Wir mussten konzentriert an das Spiel rangehen, haben wir auch geschafft. Zweite Halbzeit haben wir ein bisschen leichte Tore in der Abwehr gekriegt und konnten dann nicht so gut im Gegenstoß kommen. Haben wir uns dann aber auch gefangen mit der Umstellung der Abwehr und dann ging es wieder bergauf. Nach dem Rekordauswärtssieg in Gummersbach meistern die Füchse auch die Pflichtaufgabe gegen Emstetten. Und die Jungfüchse sind nach dieser Partie zunächst in aller Munde.